Was wäre die Berlinale ohne die goldenen und silbernen Bären? In der Kunstgießerei Hermann Noack werden die begehrten Preise der internationalen Filmfestspiele per Handarbeit angefertigt. Dazu wird Bronze auf 1250 Grad erhitzt und mit Schöpfkellen in die Bärenform gegossen. Die Mitarbeiter müssen konzentriert und präzise vorgehen. Leicht kann die Flüssigkeit daneben gehen. Respekt muss man vor allem haben. Davon abgesehen, es war heiß, wenn da was passiert. Ist gut, ist eben das Risiko dabei. Wa? Aber ansonsten, ich finde da nicht bei. Wenn man jetzt so lange macht, dann hat man sich daran gewöhnt. Doch bevor die Bären gegossen werden, fertigt Oliver Seewald eine Gussform an. Sie besteht aus Gips und einem speziellen Sand. Auf diese Weise wird am genauesten die Struktur des Prototypen Bären übertragen. Auch hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Achso, man muss halt darauf achten, halt, dass halt nichts verwischt, dass die Struktur immer schön scharf bleibt von den Bären halt, dass man die Stücken ein scharfes Abbild hat direkt ist. Dann halt, dass man aufpasst, dass keine Löcher entstehen, dass es nicht zu dick ist, nicht zu dünn ist, gleiches Gewicht hat immer. Und immer gleich aussieht, gleiche Größe. Das ist eigentlich das Wichtigste, worauf man achten muss. Seit den ersten internationalen Filmfestspielen in Berlin 1951 stellt die Gießerei Noack die Bärentrophäen her, die von der Bildhauerin René Sintensis entworfen wurden. Anlässlich der 60. Berlinale wird die Gießerei mit der Berlinale-Kamera ausgezeichnet. Ja, ich finde es schon ganz lustig, dass Sie an uns auch mal denken, weil wir seit 60 Jahren eigentlich die Einzigen sind, die immer dabei gewesen sind. Wir haben den ersten Bär gegossen und wir gießen in diesem Jahr die Bären und werden hoffentlich noch viele Bären noch weiterhin gießen können. Wenn die Gussform erkaltet ist, wird sie geöffnet und der Bär daraus befreit. Die Bronzefigur ist nicht massiv, sondern hohl innen drin, sonst wäre sie zu schwer. Das überflüssige Material wird vorsichtig abgeschlagen. Nach einem kurzen Abstecher in der Schmiede wandert der Bär zu Christiane Räum. Mit genauen Schlägen arbeitet sie die Struktur der Figur heraus. Dann werden die Löcher auf dem Rücken geschlossen. Abschließend wird der Berlinale Bär gebürstet, damit seine Oberfläche schön glatt wird. Am Ende erstrahlen die Berlinale Bären in vollem Glanz. 2,5 Kilo ist jede Figur schwer, aber das wird den Preisträgern egal sein, wenn sich wieder alles um die goldenen Bärchen dreht.